Hallo Leute und willkommen zurück bei einer Runde Game Dev Tycoon. So, wir haben gerade eine Einladung bekommen. Mal vorlesen. Sehr geehrte Herren, wir, die globale Spieleentwicklerzunft, würden Sie gerne zu unserer speziellen Preisverleihungszeremonie bei unserem jährlichen Treffen am Ende des Jahres einladen. Wir würden uns über Ihr Kommen freuen. Hinweis: Das Spiel endet Ende diesen Jahres. Ja, Leute, wie ich es mir gedacht habe, ich habe nicht aggressiv genug gespielt. In einem Jahr sind wir fertig mit allem. So. Müssten wir jetzt noch eine Erweiterung für Afterlife machen am besten? Ah, die haben wir gerade gemacht. Afterlife Town War. Oh, eine 9. Bitte weitermachen, eine 10. Noch eine 9. Und eine 8. Das passt doch, oder? So, ein paar Aufträge noch dazu machen. So, Addon, hervorragende Wertung erhalten, ja. Da gehen die Zahlen wieder hoch. Und suche nach Aliens nochmal. Ende dieses Jahres ist das Spiel vorbei. Ja. Wir haben noch so vieles zu machen eigentlich. Wenn wir das gleich noch austesten. Genau, werden wir gleich mal hier etwas nehmen, was gut ankam. Genau, das passt. So, ein großes Spiel. Ich hoffe, wir bekommen Action sind natürlich nicht gut dabei. Wir werden die MMO2 verwenden dafür. Mal sehen, ob das gut hält. Währenddessen werden wir kurz noch hier rüber gehen und mehr Geld reinstopfen. Und auch hier, ich will die noch rausbringen. Engine, Steuern Quest ist nicht so wichtig. Wichtig ist die Engine, eben wieder gar grundlegende Online-Spiel. Das passt alles. Und hier werden wir noch. So ist Unterstützung perfekt. Ich will hier 1 Million pro Monat. Noch einmal einen großen Messestand. Eine große Kampagne zu dem Spiel. Jetzt hauen wir das Geld noch raus am Schluss. So sehen, was dabei rauskommt. Wäre schade, wenn wir die Station nicht rausbekommen. So, Dialoge brauchen wir nicht, die gehen dann natürlich weg. Da wird das Level Design und die künstliche Intelligenz. So, ich mache jetzt mehr auf Level Design, obwohl hier die Plus sind, aber das gehört gut gemacht hier. Wir wollen alle Features, was wir mit der Engine haben, wollen wir da reinpacken. Mal sehen, wie viele Leute hier bei der Spielemesse noch erscheinen. Auch der letzten dann vermutlich. Die letzte Spielemesse, die wir halten, wird von 2 Millionen Leuten besucht. Das nenne ich mal viele. So, nochmal hier, Grafik etwas runter. Sound hoch, die Grafik wird jetzt nicht gut reinhauen, weil die 3D-Grafik geht nicht. Egal, probieren wir mal alles reinzuhauen. Wenn wir sehen, ob es gut klappt oder nicht. Ich glaube, es wird etwas fehlen, weil wir nur so wenig Prozent dafür haben, aber probieren wir es. Jetzt ist egal. So, alte Spielengine, die verschenken wir natürlich jetzt. Verschenken. Branchenhals. Storm hat heute seine Spielkonsole Storm Station veröffentlicht. Die Konsole scheint dem Niveau der hochtechnologischen Konkurrenz nicht wirklich gewachsen zu sein. Was?
Aber wir werden sehen, was die Spieler darüber denken. Wenn man sich die Features von StormStation ansieht, scheint alles wünschenswert dabei zu sein. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass eine ganze Vielfalt an Spielen für die Konsole veröffentlicht werden wird. Erstens deuten an, dass StormStation die Verarbeitungsqualität von eher Durchschnitt ist. Aber erwarten nicht, dass sie für immer hält, aber im Allgemeinen sollten sich die Probleme in Grenzen halten. Also in allem gehen wir davon aus, dass die Konsole den Markt aufhetzt und äußerst erfolgreich sein wird. StormStation, das ist sie. Ah, ein Tutorial dazu. Deine eigene Spielkonsole auf dem Markt. Spielkonsole sind komplexe Maschinen und wenn du viele von ihnen verkaufst, ist es normal, dass ein paar von ihnen repariert werden müssen. Solange deine Konsole verkauft wird, muss dein Hardware-Team Instandhaltungspunkte abarbeiten. Entsprechend der Qualität deiner Konsole und der Verkaufszahlen variieren diese Punkte von Woche zu Woche. Versuche deinem Hardware-Labor ein ausreichendes Budget einzuräumen, damit sie mit den Instandsetzungen nicht hinterherhinken. Ansonsten werden die Kunden ärgerlich, wenn sie zu lange darauf warten müssen, dass ihre Konsole repariert wird. In der oberen Ecke des Fensters sieht man, dass du die Konsole von uns. Gut, wir werden aber ein bisschen weniger Geld nehmen dafür. 57 reicht. So, und ihr haut noch die Bugs raus, bevor wir das Spiel rausbringen. Und dann möchte ich noch ein Spiel rausbringen, ein mittleres für meine Konsole. Ich hoffe, es geht sich noch aus. Nein, es wird sich nicht ausgehen. Die sind zu kaputt. Schade, schade. Nur ein Bug. So, neuer Rekord in der Technologie. So, noch kurz in den Urlaub schicken die ganzen Leute. Spielbewertung für Age of Empires 4. Natürlich auch ein geklauter Name, aber kann man mir nicht dran haben. Scheinbar. Bitte eins noch. 11 von 10 Regeln gelten für dieses überragende Spiel. Episch. All Games. Episch. Das merke ich mir. Schaffe eine 11, bringe einen Test dazu, die eine 11 von 10 Bewertung. Oh ja. Das bringt auf jeden Fall guten Umsatz noch ein. So, es ist gleich vorbei. Wir haben noch 5 Millionen Umsatz erreicht. Macht noch eine Auftragsarbeit. Eine geht noch. So, Spielbericht. Sound sehr wichtig, Dialoge nicht wichtig, weiß ich. Und noch Spielbericht zum anderen. So. So, die globale Spieleentwicklerzunft hat Grenio, Geschäftsführer von Stormiverse, mit einer Auszeichnung für ein Lebenswerk in der Spielebranche gelernt. Grenio hat während einer 42-jährigen hervorragenden Karriere bei Stormiverse viele wegweisende Spiele entwickelt. Das Unternehmen ist zurzeit bekannt durch Knights. Zurzeit? Ich habe Afterlife draußen, aber egal. Außerdem ist es bekannt für seine Konsole StormStation, die sich sehr gut am Markt etabliert hat. Ja, es geht. Herzlichen Glückwunsch, das Game Dev Tycoon durchgespielt. Wir werden nun einen endgültigen Punktestand berechnen und dir ein paar Statistiken zeigen. Natürlich kannst du den Spielanschluss fortsetzen. Was wir nicht machen werden. Am wenigsten profitabel, Lifetime, minus 1,2. Meistgenutztes Thema Mittelalter, 14 Mal. Meistgenutztes Genre, Action, 23 Mal. Erforschte Themen, 22. Hey, paar Punkte. Abgeschlossene Forschung, 61. Designpunkte generiert, 16.797. Technologie-Punkte, 15.275. Kleine Spieler waren es 19 an der Zahl, mittlere waren es 24 und große waren es gerade nicht so viele, da waren es gerade mal 15. AA-Spieler, kein einziger, die habe ich gerade geforscht. Gute Spieler, 19. Top-Hits, 13 Top-Hits, jawohl. Genutzte Publisher, 10. Ja, selbstveröffentliche, 48 selbstveröffentlicht. Bestseller waren Knights mit 46,2 Millionen Stück. Fans, 2,3 Millionen. Geld, 513,3 Millionen.
eigene Konsolen. Naja, okay, das reicht. Stormwars. Ein Endergebnis von 54.814.693. Ja, Leute. Damit ist dieses Let's Play eigentlich am Ende. Weiter spielen kann man natürlich Endless Game, aber ich habe jetzt noch alles rausgehauen, was man machen könnte. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben, was dieses Spiel ist. Kann ist ein schöner Zeitvertreib und kann einfach seine eigenen Ideen freien Lauf lassen und das macht wirklich Fun. Es ist ein bisschen ein Zeitfresser, das schon, aber wenn man sich noch ein paar Sachen dann aufschreibt, die Hinweise markiert, damit man weiß, wie man die Spiele machen kann, dann kriegt man wirklich große Top-Hits raus. Und mit den Ideen, wie man eben sie benennt, dann auch. Ich habe jetzt viel geklaut von anderen Spielherstellern. Tut mir leid an dieser Stelle nochmal, aber da fehlen mir einfach die Ideen oder besser die Zeit. Mir wäre sicherlich was eingefallen, aber die Let's Plays werden um einiges länger geworden. Darum, ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Let's Plays, die ich noch anreißen werde, dann auch wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag oder Abend. See ya!